Hallo ihr Lieben, ich bin Simon von Faces of Ukraine. Normalerweise bin ich ja hinter der Kamera. Heute mache ich mal die Videobotschaft mit Alisa zusammen. Sie kennt ihr schon ein bisschen besser als mich. Und es geht eben darum, wir haben uns ziemlich geärgert. Wir haben in der Tagesschau gerade gesehen, da wurde über Mariupol berichtet. Und da wurde dann Schalte gemacht nach Kiew zu Golini Atay. Die stand dann da auf der Brücke da am Maidan und hat eben darüber gesprochen, wie die Lage ist und verschiedene Details, aber eben alles aus Kiewer Sicht. Und jetzt fragen wir uns, warum kann sie nicht in die Gebiete fahren oder wenigstens Kontakt aufnehmen mit diesen Gebieten und auch die andere Seite zeigen. Wir haben ja auch mit Spilno TV geredet, mit dieser Frau im Pressezentrum in Kiew. Und wir wissen ja, wie das abläuft. Dann kriegt man eben die Informationen, die eben von Kiew herausgegeben werden, die Kiewer Sicht. Und jetzt fehlt uns eben die andere Sicht. Das hat uns so ein bisschen geärgert und jetzt wollten wir mal wissen, wie ihr dazu steht, was ihr darüber denkt in den Kommentaren vielleicht. Und dann hat sie noch etwas gesagt zu diesem Zaun, der da gebaut werden soll, zu Russland, zu der Grenze, an der Grenze. Und der Gouverneur, vielleicht kannst du das noch sagen. Genau, der Gouverneur von der Dnipropetrovsker Oblast, aus Dnipropetrovsk, wo wir auch gerade sind, Igor Kolomoyskyj, das ist einer der reichsten Männer der Ukraine, ist ein Oligarch. Und er ist bereit, diesen Elektrozaun zwischen Russland und der Ukraine zu bauen. Es ist ein sehr teures Projekt. Das wird zwischen 5 und 8 Millionen Euro kosten. Und Golini Atay hat nur gesagt, dass er ein Gouverneur ist, aber sie hat nicht erwähnt, dass er einen eigenen Bataillon gegründet hat. Der Bataillon heißt Dnepr. Und das sind keine freiwilligen Kämpfer, wie sie diese Bataillon-Männer nennt, sondern das sind ganz einfache Söldner, die bekommen bis zu 2000 Euro Lohn im Monat, und das ist kein Geheimnis, das wissen hier alle, darüber haben auch alle Zeitungen im Land und auch im Ausland geschrieben. Und nochmal zurück zu der Tagesschau, also ich persönlich finde, das ist eine Schande für den deutschen Journalismus, dass die Korrespondenten nur aus Dnipropetrovsk oder Kiew berichten können. Warum kann der deutsche Staat die Korrespondenten nicht nach Lugansk, Donetsk oder andere Brennpunkte schicken? Ja, und ich wünsche mir mehr Pressefreiheit in Deutschland. Und nochmal zum Thema Finanzierung. Willst du was sagen? We make it. Ja. Genau, genau. Das ist eben das Projekt, was gerade läuft. Wir haben die Hälfte jetzt erreicht. Dafür danken wir euch allen. Also fehlt noch die andere Hälfte und wir haben nur noch 8 Tage Zeit dafür und mit eurer Hilfe können wir das schaffen, und wenn nur jeder 1 Euro spendet oder einen kleinen Betrag, dann können wir das echt noch schaffen und wir können weitermachen. Und ja. Ja, weil wenn die Summe nicht erreicht wird, diese 5.000 Euro, dann geht das ganze Geld verloren. Ihr kriegt nichts, also weder die Geschenke noch irgendwelche Infos von uns. Und wir bekommen natürlich auch nichts. Und wir finden, es wäre sehr schade, das Projekt abzubrechen und zurück nach Berlin zu fahren. Und nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Kommentare, Kritikpunkte. Wir sind sehr dankbar für die Spenden und für die Unterstützung. Und bitte unterstützt uns weiter. Vielen, vielen Dank und viele Grüße aus. Kannst du das aussprechen? Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk. Ciao. Ciao.